Hallo liebe Autofreunde, ich habe hier heute eine Wollmütze für euch, genau gesagt aus 100% Merino-Wolle und zwar von Fjällräven. Und ich wollte hier einfach ein Video darüber machen, weil ich habe die jetzt doch schon seit 2 Jahren und bin extrem zufrieden damit. Und dies, obwohl mich diese Mütze im Laden drin nicht 100%ig überzeugt hat und ich sie dann doch gekauft habe. Und zwar, weil ich, wenn ich die angezogen habe im Geschäft drin, dann war das so für mich ein bisschen kratzig, ja. Die Merino-Wolle, einfach ein bisschen kratzig auf der Stirn gewesen, noch nagelneu, ungewaschen, irgendwas. Ja, vielleicht habt ihr die auch schon angehabt und euch dafür interessiert und vielleicht gesagt, ja nee, komm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Kann ich hier nur sagen, ich bin damit mal einmal richtig mit den Schneeschuhen hochgegangen irgendwo und hab die da wirklich, die war nass, es hat geschneit, ich habe geschwitzt und alles mögliche, die ist mir in den Schnee gefallen und was weiß ich, und seitdem ist die nicht wieder zu erkennen, die Kappe. Natürlich habe ich sie dann mal gewaschen, aber eben, schon damals, die war wirklich richtig, richtig kuschelig, weich, sie war so viel angenehmer und die ist wirklich toll, eben, wie gesagt, aus 100% Merino-Wolle und auch in der Weite, ich habe eher einen großen Kopf, obwohl man mir nicht richtig glaubt, was einfach der Umfang angeht. Und da passen mir häufig solche Wollmützen gar nicht. Und die hier, die hat sich richtig gut angepasst, richtig ein bisschen ausgeweitet und ist jetzt aber doch nicht ausgeleiert für mich, sondern ist tipptopp. Wärmt schön, diese Merino-Wolle, die wärmt auch bei nassem Zustand immer noch und schnell trocken sind die auch wieder. Also ein richtig gut empfehlenswertes Produkt, das Ganze hier. Ja, das ist einfach ein kurzes Video, was ich darüber machen wollte, weil ich finde die wirklich hervorragend und vielleicht kaufe ich mir noch eine zweite davon, weil die gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, das ist einfach eine Empfehlung und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich konnte hier weiterhelfen und wünsche euch ganz viel Spaß draußen.